einen halben Tag aufgeholt, indem wir mit Französin essen gegangen sind und im Halbdunkel von Klippen gesprungen sind und Plastikbecher für Stundenfutter haben gefilmt haben. Und hüpsi hüpsi, meine Nacht vorbei, wir gehen da früh. Ich stehe vom Schranken und es ist keine Sau weit und breit. Ich habe mir schon gedacht, was zur Hölle geht hier ab? Das war erst der Anfang. Ja, und dann hat uns gefragt, ob wir was wir machen. Ich hätte nach Bulgarien fahren, nur um was zu verzollen haben. Was wir zu verzollen? Ich habe gesagt, nein. Wohin wir fahren, weil wir auf Urlaub sind. Da habe ich gesagt, ich fahre nach Bulgarien. Das hat er extrem komisch reagiert, habe ich gefunden. Aber vielleicht war er einfach nur müde. Und dann hat er den Schrank trotzdem aufgemacht. Sonnenaufgang sind wir gefahren und punktgenau zum Sonnenaufgang, zum dritten heute, muss ich sagen, zum dritten Sonnenaufgang heute, sind wir hier angekommen. War noch schon mal, muss ich kurz filmen, Sonnenaufgang. Ja, ich bin jetzt halt oben, kann man sagen, dass ich wieder runtergehen soll. Viele Strände einfach passt, aber die waren jetzt so schön sonnig. Der Richter gefällt mir ziemlich gut, das Wasser ist wirklich viel kälter wie hier. Boah, jetzt bin ich jetzt hier voll auf der Leitung. Warte. Ja, ja. Die Fähre war cool. Es ist Montenegro, ja. Nein, nicht Mazedonien. Nicht Mazedonien, habe ich schon einmal verdreht heute. Ich bin ein bisschen traumhaft heute. Muss man sagen, weil irgendwie wir haben das beschlossen, wir machen mal einen Modus. Einen Tag gemütlich, einen Tag nicht schlafen. Weil es ist auch cool, ja. Irgendwas war da noch Lustiges. Im Regenwald gibt's. Regenwald gibt's, ja, einen. Die Flamingos. Pelikanen. Pelikanen. Ich verdrehe heute alles mittlerweile. Ich habe immer so wie ich schlafend andere im Auto fahren. Ich fahre mir die Fähre. Wobei auf der Fähre soll man ja auch herumschauen und so weiter. Das soll man auch nicht schlafen, gell?